Gut, wir schauen uns in dieser kleinen Präsentation eine lernende Organisation an und was das, wie man zur lernenden Organisation wird. Die Definition haben wir aus dem Skript gelernt. Eine lernende Organisation ist eine Organisation, die das Lernen aller Organisationsmitglieder ermöglicht und sich selbst transformiert. Dazu habe ich folgendes Bild mal erstellt. So ähnlich ist es auch im Skript vorhanden. Das heißt, auf Basis einer lernenden Organisation ist das individuelle Lernen der einzelnen Personen mit drauf. Dadurch erfolgt dann das soziale Lernen, also das Lernen untereinander, voneinander. Und wenn das ermöglicht ist, ist die Organisation in der Lage zu lernen. Das heißt, im Rahmen einer Organisation eben auf Rahmenbedingungen zu reagieren. Selbstverständlich erfolgt ein Austausch zwischen den einzelnen Ebenen, das heißt vom individuellen Lernen aufs soziale Lernen und vom sozialen Lernen aufs organisationale Lernen. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. In diesem Kreislauf sind fünf Aspekte drin, die essentiell sind, um zur lernenden Organisation zu werden. Das erste, was wir uns anschauen, ist die Vision entwickeln. Dazu ist es wichtig, dass die einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen ein Bild haben von der Vision und dasselbe darunter verstehen. Nur so können die Mitarbeiter zur Vision hinarbeiten, ohne dass jemand was Falsches versteht oder ohne dass jemand was anderes, auf was anderes hinarbeitet. Der nächste Punkt ist das gemeinsame Lernen. Das heißt, in einem Unternehmen ist es üblich, dass jeder für sich denkt und lernt und agiert. Ziel einer lernenden Organisation ist es aber nicht ganz. Das heißt, wir wollen weg von diesem jeder denkt für sich, jeder lernt für sich ausschließlich, sondern hin zu einem Miteinander, zu einem gemeinsamen Austausch. Und so durch lernt die Organisation untereinander. Der nächste Punkt ist dann das Teilen von Werten. Das heißt, eine Organisation hat im Normalfall Normen vorgegeben, also beziehungsweise Werte vorgegeben, wonach sich die Mitarbeiter richten sollen. Also was ein gutes Beispiel ist immer diese Nachhaltigkeit. Viele Unternehmen sind gerade in diese Richtung viel nachhaltig handeln. Und wichtig dabei ist, in diesen Werteteilen, dass die Mitarbeiter einfach wissen, welche Werte im Unternehmen wichtig sind und diese miteinander austauschen darüber, dass sie gemeinsam sozusagen die Werte verkörpern und verbessern, falls notwendig. Der nächste Punkt ist dann das systemische Denken. Hier im zentralen Mittelpunkt steht eine holistische, eine gesamtheitliche Sicht aufs Unternehmen hinaus. Das heißt letzten Endes, wir wollen weg von einer hierarchischen Denkstruktur hin zu einer vernetzten Denkstruktur. So, dadurch reagieren wir auch anders auf Fehler und ermöglichen uns ein offenes Lernen. Und der letzte Punkt ist dann die persönliche Reife. Kurz zusammengefasst heißt das einfach, ein Individuum muss für sich selbst entscheiden, was es lernt und einfach lernen. Das heißt, hier ist es egal, wie es lernt, Hauptsache es lernt. In dem Fall können wir durch Bücher, also durch Eigenstudium lernen. Aber Seminare und Kurse sind davon nicht ausgeschlossen. Entweder Direktseminarbesuche oder auch online ist möglich. Und das führt zu einer persönlichen Reife, das heißt zum Lernen des Individuums und dadurch eben zur Entwicklung der lernenden Organisation. Sind die ganzen fünf Punkte hier betroffen, getroffen, kommen wir einfach zu einer lernenden Organisation. Das umschließt dann meine Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.